Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Folge von Resident Evil Village. Wir haben übrigens bei der letzten Folge gegen die werte Lady Benefiento kämpfen müssen. Die hat ja eine Puppe kontrolliert oder die Puppe, die Person. Also ist irgendwie ganz merkwürdig. Als wir sie dann schlussendlich besiegt haben, konnten wir dann das Gebäude verlassen und uns ist dort einiges aufgefallen, ja. Vielleicht war das ein Traum, den wir erlebt haben, denn es ist ein bisschen zu mysteriös, was da abging. Danach habe ich noch ein gewisses Objekt hinzugefügt. Und dadurch waren wir übrigens dann in der Lage, einen Kampf zu führen. Ein geheimen Boss, kann man das so nennen? Also, als wir dann es geschafft haben, war ich relativ froh, denn wir haben nämlich auch etwas sehr, sehr Wertvolles bekommen. Und ich habe mich jetzt übrigens neu ausgestattet, ja. Ich habe eine neue Pistole und eine Schrotflinte, die sind beide extrem stark. Die will ich nämlich benutzen, um jetzt im Spiel schneller und vor allen Dingen gezielter die Gegner töten zu können. Naja, zumindest, wenn es hier funktioniert, ne? Sind auch diese komischen Fledermausartigen Kreaturen, die noch unterwegs sind. Allein die Pistole macht schon fast ein Tausender Damage. Kannst du mich jetzt? Hallo, mal in Ruhe. Lassen. Okay, die hätten wir. So, hier war nämlich noch was. Deswegen bin ich auch hauptsächlich zurückgekehrt. Da war nämlich die Halskette von Luisa. Und die ist jetzt nicht wirklich wichtig, aber man kann die trotzdem gut gebrauchen. So. Ihr seht schon, die Schrotflinte macht wirklich wesentlich mehr Schaden. Auch finden wir Magnum-Munition. Nice. Die sollte ich jetzt echt farmen, ne? So, das haben wir abgeschlossen. Hier hinten ist noch ein Brunnen, den können wir aktivieren. So, warte mal, wie war denn das? Kann ich hier hinten durch? Nee, natürlich nicht. Ich höre doch irgendwas. Solange mir das Wildschwein hier, ich meine, das Schwein nichts tut, werde ich dem auch nichts zufügen. Wir haben auch schon 2 von 4 Teilen von der werten Rosemary, ne? Und Rohrbomben haben wir bekommen, nice. Ja, also nochmal durchs Dorf zu laufen, ist auf jeden Fall eine ziemlich gute Idee gewesen. Ich werde jetzt aber gleich zum nächsten gehen. Hallo? Manchmal geht der nicht rüber. Alles klärchen. So. Also hier im Dorf haben wir das größtenteils abgeschlossen. Ja. Es gibt nicht mehr viel. Es gibt nur noch bei der werten Lady Dimitrescu im Schloss ein Rätsel, was wir lösen müssen. Oder glaube ich 2. Ich brauche dazu allerdings erstmal alle Kugeln, die wir auch noch gar nicht haben. Und jetzt muss ich erstmal wieder zurückkehren zu dem werten Duke. Denn dort ist ja eine Tür in der Nähe, wo wir dann zu Moreau, glaube ich, kommen. Habe ich jetzt dafür den Schlüssel? Ich glaube ja, ne? Genau. Und das hier wird richtig, richtig abartig. Aber bevor wir dort weiterlaufen, gehe ich nochmal kurz zurück, oder? Ne, wir haben eigentlich genug Munition. Also die Pistole, wie gesagt, die ist schon extrem stark. Alles klar, machen wir es so. Er hat einen Schreck bekommen. Hm.
So, jetzt gibt's eine Möglichkeit, das viel schnell zu besiegen. Ich könnte den Granatwerfer benutzen oder aber Rohrbomben. Ist eigentlich egal, was davon. Das war knapp. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt diese Tür einreißen kann. Das werden wir gleich noch lesen. So, habe ich noch eine Rohrbombe? Oder Granaten? Ja, ich habe eine Granate. Okay, versuchen wir das mal damit. Wo ist es denn? Ich höre es, aber ich sehe es nicht. Hallo, wo bist du denn, mein Freund? Hier ist ja noch eine andere Truhe, die ich übrigens finden kann. Da ist der Granatwerfer, glaube ich, drin, ne? Wenn ich mich jetzt nicht irre. Warte mal, der schmiedeeiserne Schlüssel. Komm, mach hinne. Genau, hier hätte man den eigentlich bekommen. Da wir den schon haben, kriegen wir, glaube ich, Geld. Kann ich hier eigentlich lang? Nope. Die Kreatur rennt hier noch irgendwo rum. Oh Gott. Beweg dich! Jetzt müsste eigentlich gleich tot sein. Ah! Habe ich überhaupt noch Heilung? Alter! Okay, aber wir haben es geschafft. Alter, ey, ich wusste gar nicht mehr, dass es so schwer war. So, was haben wir denn hier? Ich bin schwer verletzt. Lange halte ich nicht mehr durch. Ich höre ihn draußen auf und ab gehen. Er hat mich, er hat nicht mal gezuckt, als ich auf ihn geschossen habe, so rum. Und jetzt spielt er mit mir. Das ist kein normaler Wolf. Aber ich verkrieche mich nicht wie ein feiger Hund. Wenn ich es zur alten Wassermühle schaffe, kann ich ihn stoppen. Ich kann ihn beschützen. Es ist ja nicht weit. Verdammt, mir ist so kalt. Ich kann meine Beine nicht bewegen. Es tut mir leid, Luisa. Bitte vergib mir. Ja, genau, das ist der Mann, der auch gestorben ist. Also eigentlich hat es jetzt gar keiner mehr im Dorf überlebt, ne? Müsste jetzt eigentlich jeder tot sein. Und überall ist auch diese komische Masse. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir hier noch was finden können. Ich habe mich auch verlesen, habe ich gerade gesehen. Naja, was soll's, kann ich nicht ändern. Ich finde übrigens es auch sehr interessant, dass das Dorf sich jedes Mal verändert, ne? Also wenn wir hier langlaufen, das hat was. Ich weiß gar nicht, ob wir hier noch was finden, aber ich kann ja trotzdem mal gucken. Warte mal, brauche ich da die Kurbel? Ich sehe gar nicht, was das ist. Scheiße. Ich habe keine Ahnung, was das überhaupt ist. Ach, mechanische Tür. Warte mal. Brauche ich dafür vielleicht... Ne, warte mal, das habe ich gar nicht, wa? Scheiße, ich habe das gar nicht. Und ich sehe gerade, ich habe auch nicht mehr so viel Munition. So, muss ich denn überhaupt lang? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich höre Lykaner. Ja, hier sind definitiv irgendwo Lykaner.
Der lebt noch. Okay, warte mal. Kann ich Munition herstellen? Ja, kann ich. So, warte mal. Willst du mich gerade komplett verarschen, Mann? Also das kann ich nicht leiden. Warum tauchten hier immer wieder diese komischen Lykaner auf? Das verstehe ich ehrlich gesagt auch gar nicht. Weil ich meine, hier ist ja niemand mehr. Ja? Also wie zum Teufel entstehen hier immer wieder diese Wesen. So, warte mal. Kann ich noch einmal heilen? Och, meine falsche Taste. Ne, nochmal Heilung kann ich nicht herstellen. Da muss ich, wenn ich das nächste Mal beim Duke bin, gegebenenfalls dort einfach mal Heilung kaufen. Weil ich glaube nicht, dass ich hier noch was finde, ne? Ich meine, Kräuter haben wir ja. Mir fehlt eigentlich nur noch eine gewisse Sache. Hier kann ich nicht rein. Okay. Da waren wir, glaube ich, schon. Da war nur das eine Gebäude, genau. Alles klar. Dann gehe ich jetzt hier lang. Ach, genau. Der Weg ist blockiert mit dieser komischen Pampe, ne? Irgendeine schleimige Substanz. Sieht nicht sehr stabil aus. Ja, ich glaube, ich kann da jetzt beispielsweise mit einer Waffe raufschießen. Oder aber wir benutzen was anderes. So, warte mal. Habe ich denn noch? Ja, habe ich. Ich meine, ich habe genug Pistolenmunition, aber ich will die jetzt nicht verschwenden dafür. Ich meine, wäre natürlich besser, aber ach, was soll's. Hier kann man nämlich die Tür, glaube ich, von der anderen Seite öffnen. Hier sind auch Schweine, wie ihr gerade sehen könnt. So, das hätten wir auch. Dann kann ich noch die Tür öffnen und dann haben wir einen Weg geschaffen. Genau, so sieht's gut aus. Ach, stimmt, das kriegen wir ja noch. Das kriegen wir ja noch. Später, glaube ich. Hier haben wir auch noch ein Rätsel. Aber die werden auch immer komplizierter, ne? Guckt euch mal den Mist an. Geh mal hier rein. Foto eines seltsamen Tiers. Ja genau, das sind die Schweine, die wir gerade gesehen haben. Außerdem speichere ich mal ganz kurz ab. So, dann haben wir das auch. Aufzug zum Stausee. Genau. Habe ich noch irgendwie hier was, was ich mitnehmen kann? Nee, ne? Leider nicht. Hm.
Wir gehen in irgendeine Art Tunnel vielleicht. Ich weiß es gar nicht mehr. Ist schon zu lange her. Es gibt ja auch nicht viele Stellen, die ich mir wirklich gut eingeprägt habe. So, wie lange brauchst du jetzt noch nach unten? So, jetzt müssten wir gleich... Ja, jetzt sind wir komplett unten. Also wisst ihr, ganz ehrlich, man sieht schon, dass es eine Falle sein könnte, ne? Man sieht es eindeutig. Naja. Da kann ich nicht lang, da ging es aber raus, wie es aussieht. Natürlich müssen wir jetzt durch diese komische Pampe hier laufen, ne? Es scheint mal eine Mine gewesen zu sein. Ich höre einen Fernseher oder sowas. Mal. Halt! Was machst du mit Mutters geliebtem Kind? Sie ist nicht ihr Kind. Mehr hast du nicht zu sagen? Was meinst du mit ihr geliebtes Kind? Mutter will ihr Kind zurück. Verarsch mich nicht! Warte, bitte, wenn du das nimmst, lachen die anderen über mich. Aber wenn ich mich besser schlage. Wen interessiert's? Warte, noch ein bisschen, bitte! Das ist so lustig. Du bist dumm. Du redest zu viel. Das war's. Der Eingang ist dicht. Was soll das? Das ist mein Revier. Und ich lass dich nicht gehen. Ach ja, ist das... Ja, ist das nicht schön? Das wollte ich gerade sagen. Das ist ein Psycho vom Feinsten. Eigentlich seid ihr die Diebe, aber okay. Ich hasse den komischen Moreau. Der ist so ekelhaft. Wie komme ich hier raus? Ja, das ist eine gute Frage, ne? So, warte mal, wie war denn das? Ach ja, jetzt ist der andere Weg nämlich offen, der ja bis gerade eben noch zu war. Ist das nicht komisch? Haben wir hier? Oh, Pistolenmunition. Die nehme ich natürlich gerne mit. Hier sind doch überall Fische, sehe ich gerade. Ist mir gar nicht aufgefallen. Sieht zerbrechlich aus. Ja, dann mache ich mal den Weg auf, ne? An der Kiste, die können wir zerstören. Sie sind auch wieder Lykaner.
jetzt nicht lang. Ich könnte natürlich die jetzt von einer gewissen Entfernung ausschalten. Wie geil. Jetzt kann ich, glaube ich, nochmal Heilung herstellen. Aber das werden doch bestimmt nicht die einzigsten hier gewesen sein. Flintmuni. Nice. Boah, ich liebe das Erkunden in dem Spiel, ne? Oh. Also man könnte mich hier einkreisen. Warte mal, ich habe eine Idee. Oder noch nicht? Doch, warte mal. Ich habe eine Idee, weil das sieht wie eine Falle aus hier, ne? Warte mal. Ausrüsten. Wenn hier einer reinkommt. Ja, komm her. Der ist nicht dumm. Kommt noch mehr hier? Alles klar. Du noch einer? Jetzt sind wir ja schon viele, ne? Ich glaube, die kommen erst, wenn ich den Schlüssel nehme, ne? Warte mal. Mann, ich drücke immer die falsche Taste. Es geht mir auf den Sack. Wir haben jetzt noch einmal eine Rohrbombe. Die könnte ich eigentlich benutzen, ne? Oder ich benutze die Mine. Warte mal, kann ich noch machen? Erstmal Heilung. Ey, dass ich immer die falsche Taste drücke, ist ein bisschen nervig. So, warte mal. Mann. Wo ballerst du denn hin die ganze Zeit, obwohl ich da gar nicht aufdrücke? Also die Zielgenauigkeit in dem Spiel ist wirklich furchtbar. Und auch die Empfindlichkeit ist manchmal nicht so toll, aber okay. Komm, haben wir geschafft. Sollten wir froh drüber sein, dann ist gut. Anscheinend brauchte ich nämlich den Schlüssel. Ach ja, stimmt, wir finden ja noch ein Boot. Aber wie sind die da runter? Ist egal, kack drauf. Ist hier noch irgendwas? Nope, okay. Viel Zeit habe ich eh nicht mehr. Aber wir werden noch den ein oder anderen Pfad hier noch einschlagen können. Genau. Jetzt kommen wir nämlich zum Stausee. Haben wir ein Bild, bitte? Das dauert aber auch teilweise echt lange, ne? Ja, wie ihr seht, ist das hier der Stausee. Dem ist schon mal der Schädel geplatzt. Und dem genauso. So muss es sein. Da ist nur ein Schuh. Ich sehe nicht viel. Mach mal Licht an. Was haben wir denn hier? Sei so gut und bring den Bootsschlüssel zurück in die Hütte in der Mine.
Hans ist tot, also ist erstmal Schluss mit Fischfang. Ich meine, wir wissen doch alle, dass sein Tod kein Unfall war. Er wurde samt Boot von einem riesigen Fisch gefressen. Genau. Den Schlüssel haben wir schon, ansonsten hätten wir da nämlich jetzt erst hingehen müssen. Und ja, gut, wenn man das vorher weiß. Da kann ich was sammeln. Warte mal, kann ich eigentlich mit dem Boot da hinfahren? Aber da kann ich nicht lang. So ein bisschen doof, dass ich hier nicht durchfahren kann, ne? Ansonsten hätte ich mir das schon schnappen können. Was war das? Ich könnte es dir sagen. Aber würdest du mir das glauben? Ich glaube eher weniger. Hier kann ich nicht lang, schade. Das sah mich gerade so aus, ne? Jetzt könnte man da eventuell zu der Truhe oder was auch immer das darstellen sollte. Sieht mal alles hier so komisch aus. Was ist das denn? Eine Forschungsstation? Was läuft hier für ein kranker Scheiß? Runter von mir! Halt still, verdammt! Ethan, hätte nicht gedacht, dass du es so weit schaffst. Wäre doch schade, wenn dir jetzt was zustieße. Ach ja? So schade wie bei mir? Na los doch, bring's zu Ende! Hey Boss, die Bewegungssensoren schlagen Alarm. Wir sollten weiter. Die Sensoren? Wo genau? Unbekannt. Schätze mal, wir waren zu lange hier und Miranda weiß es. Hey, sagtest du Miranda? Was wisst ihr noch? Vergiss es, Ethan, das ist eine Nummer zu groß für dich. Was hat die Probe ergeben? Ist definitiv mit dem Pilz verwandt. Du hältst dich aus der Sache raus. Welche Sache? Pass auf! Shit! Bleib weg! Der Ausgang ist geflutet. Keine Chance. Ich hab keine Zeit für dich. Zu spät. Miranda bereitet die Zeremonie bereits vor. Hat sie dich geschickt, um mich aufzuhalten? Dass ich nicht lache. Sag das nicht! Das ist unfair! Ich gehöre an ihre Seite, nicht du! Was laberst du? Was ist los mit dir, Mann? Ich kann es nicht mehr halten! Oh Gott! Oh Mutter! Warum? Warum? Ja, jetzt wissen wir zumindest, dass Moreau dieser komische Fisch ist.
Tja, gut zu wissen. Und das gesamte Gebäude ist also verschluckt worden. Ach ja. Verdammt, was jetzt? Und ja, wir sollten erstmal darüber gehen. Hier gibt es auch kein Schiff weit und breit, ne? Oder Boot. Ich meine Boot, nicht Schiff. Wir müssen Ida lang. Anscheinend. Geflutet, hat er gesagt. Und hier ist das Pförtnerhaus. Was ist da denn? Duke drin? Wie kommt denn der eigentlich jedes Mal hierher? Verstehe ich nicht. Wie schaffst du es eigentlich jedes Mal vor mir irgendwo zu sein? Hä? Okay, warte mal, kann ich hier irgendwas? Stets zu Diensten. Gut. Ich habe neue Waren für dich besorgt. Wie wär's? Ja, ich nehme mal 10 Schuss mit. Aha. Was ist das hier? Da seht ihr schon Munition, ne? Magnum-Munition, ja, das sollten wir uns auch kaufen. Und es gibt noch richtig, richtig geile Sachen. Langer Lauf für die Stück. Erhöht die Feuerkraft beträchtlich. Aha. Trommelmagazin. Die Stück Leuchtpunktvisier. Erhöht die Feuerkraft sowie Feuerrate. Echt? Wie soll denn das funktionieren? Ist egal. Ja, Leute, ich werde jetzt hier gleich ausmachen. Schönen Tag. Ich speichere zumindest schon mal ab. Und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal hier raus, denn mir war so, als könnte man hier noch was finden. Außer eine Toilette. Ja, wir finden eine Chemikalie. Na, das ist doch schon mal was. Aber wir müssen hier eh hoch. Weil ihr seht schon, es gibt einen Pfad, der hier lang führt. Und ja, wir werden hier auf jeden Fall bei der nächsten Folge weiterspielen. Hat mich definitiv sehr gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Und wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei sein würdet, würde ich mich wirklich sehr freuen. Hier gibt es aber noch was zum Lesen. Ich glaube, das sollte ich mir anschauen. Oh, ein Kristallfacken. Die Hühner werde ich jetzt mal nicht ausschalten. Das lesen wir uns noch durch, bevor ich ausmache. Hier steht, ich glaube, die Kurbel macht's nicht mehr lang. Ist schon ewig alt und entsprechend ramponiert. Im Fall, dass sie bricht, geh rüber und hol die von Windmühle 2. Das ist der einzige Ersatz, den wir haben. Ja, jetzt wissen wir Bescheid, wo wir zumindest hin müssen. Und die Kurbel brauchen wir, um halt einen Pfad zu öffnen. Und wahrscheinlich noch einiges mehr. Ja, wie gesagt, hab mich gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis denn und tüdelü.